Monster. Wer will? Hallo und herzlich willkommen. Hurra! Zur sechsten Folge Hey 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 von Remastered. von Master of Orion Battle on at Antares. Genau. Lang ist es her, eine Woche. Ja. Es ist viel passiert. Es ist. Jakob, diese Woche kam mir vor wie ein Jahr. Es ist. Ja, komisch, mir auch. Ja. Könnte fast meinen, wir hätten beide Geburtstag zwischenzeitlich gefeiert. Und hätten alle Jahreszeiten einmal erlebt, bis es wir wieder hier sitzen. War eine so bewegte Woche. Ja. Ja. Macht ja gar nichts. True Story. Ich bin trotzdem voll drin. Mhm. In der letzten Folge, die wir ja quasi erst vor wenigen Minuten beendet plus haben. 365 Tage ungefähr beendet haben, haben wir ja einige Forschungen hinter uns gebracht. Was jetzt vielleicht erstmal wichtig ist, dass wir nochmal selber kurz Revue passieren lassen. Auch für die Zuschauer, die vielleicht jetzt erst einsteigen. Ja. Im Moment besitzen wir drei Kolonien. Zwei in unserem Ursprungssternsystem, und zwar Ursa 1 und Ursa 2. Und wir haben Remastered 1 besiedelt. In Caps Lock, natürlich. Ursa 2, wo unser Forschungsleiter Direktor Emo, falls du dich erinnerst, den 10-äugigen... Gut, dass du das sagst. Kannst du ihn mir nochmal zeigen? Ja. Sehr gut. Da ist ja der Direktor Emo. Der, meinst du, das sind Augen? Ich habe das immer nur für so Fühler gehalten. Ja, für mich sind das mehrere Augen. Okay. Er klappt das eine zu zum Erholen und die anderen funktionieren dann. Aber der hat auch Doppelkinne auf der Stirn und so, ne? Genau, ja. Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade in einer Situation, wo wir eigentlich forschen und gucken müssen, was passiert. Und vielleicht haben wir ja Glück. Ich check jetzt nochmal kurz nach. Hier bauen wir gerade das Forschungslabor, was dann dafür sorgen wird, dass wir mehr Forschungspunkte pro Runde bekommen. Mhm. Und danach die Fabrik, denn Remastered selber ist ja mehr so ein Planet, den wir eigentlich nur zum Rohstoffbau und sowas dann irgendwann nutzen, denke ich mal. Und im Moment haben wir aber zwei Arbeiter, die geben zwar nur plus eins pro Runde, weil es halt jetzt kein redlicher Planet ist. Was war denn das, Tundra oder so, ne? Ja, genau. Mhm. Aber der Vorteil ist, da unten steht es ja auch. Ah ja. Aber die sollen sich irgendwie selbst erhalten und hier haben wir jetzt gerade mega viel auf Nahrung gesetzt, um die eben alle hier noch am Leben zu halten. Mhm. Wir wollten, glaube ich, auch noch eine Fregatte bauen in naher Zukunft, damit... damit wir wieder ein bisschen forschen können. Ne? Genau, damit wir forschen können. Also vor allem auch damit, weil wir jetzt noch zwei Frachter... Oder hatten wir schon einen gebaut? Eigentlich hatten wir nur zwei Frachter noch übrig. Wir hatten dann noch welche gebaut. Nee, wie du da siehst, wir haben jetzt gerade vier Frachter sogar übrig. Das heißt, du könntest mal probieren, bei Remastered 1 einen Farmer abzuziehen und... ja, da haben wir dann nämlich immer noch plus einen Nahrung und noch drei verfügbare Frachter. Perfekt. Also du könntest sogar noch versuchen, den letzten Farmer da wegzuziehen. Ja. Ja, genau. Das heißt, voll auf Produktion gesetzt. Produktion. Dann hat Remastered zwar mega Verschmutzung, aber sobald die automatische Fabrik steht, wird es sich ja eh ein bisschen ändern. Nö, dann kommt noch Verschmutzung dazu. Achso, ich dachte aber, weil wir dann Mitarbeiter abziehen können und die Fabriken verursachen nicht so viel. Achso, doch tut sie. Okay, ja. Du hast das aber anders erklärt. Ist das so? Ja. Es gibt spätere Erfindungen, die dann dazu führen, dass wir die Verschmutzung wieder vermindern können. Also, aber ganz im Ernst, sowas brauchen wir nicht. Naja, weniger Verschmutzung heißt dann aber auch, dass man wieder mehr Produktion hat. Also im Moment sorgen die Verschmutzungstonnen, die wir da sehen, eben dafür, dass uns sogar Produktion flöten geht. Oh. Ja. Ja, letzten Endes müssen wir das Klimaabkommen trotzdem auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Ein bisschen die Trump-Linie fahren. Das Bierabkommen. Ja, das Bierabkommen, genau. Da ist immer noch der Weltraumaal. Ja. Wir wollten uns in dieser Folge die Hosen ausziehen. Damit hatten wir letztens mal schon angefangen. Ja. Ich habe es übrigens schon gemacht. Jakob hat es noch nicht bemerkt, aber ich sitze hier schon ohne Hose. Ja, das ist, weil, also man bemerkt es bei dir halt nicht so schnell. Ja, es sieht halt aus wie ein dritter Oberschenkel. Okay, ja, im Prinzip könnten wir vielleicht nochmal kurz schauen, ob wir hier mit den anderen Rassen noch was in Richtung Handeln tun. Also wir haben auf jeden Fall mit beiden, nee, ich glaube mit den, wie heißen die nochmal? Daloks. Daloks haben wir, glaube ich, immer noch keinen Handelsvertrag. Vielleicht genau, können wir jetzt die haben sich da so ein bisschen bockig gestellt, aber sie hatten uns zumindest schon mal dafür gedankt, dass wir so gut waren. Ja. Mit dem Forschungsvertrag. Achso, ja, okay, prima. Sehr schön. Wobei, die wolltest du doch angreifen, hast du vorhin gesagt. Ja, und? Ich mal, widerspricht sich das? Nö, natürlich nicht. Ja. Mit den Alkalis. Alkari? Alkaris haben wir ja schon. Die Alkari-Metalle.
Mit denen haben wir ja schon alles, was man so an Verträgen haben kann. Ja, abgesehen von der Allianz. Also die wäre dann eben auch noch möglich. Ich kann ja die ersuchen, einen Krieg mit den Dorlaks anzufangen. Dorlaks anzufangen. Mhm. Aber das ist vielleicht noch ein Schritt zu früh. Joa. Zumal ich ja selber auch noch über keine... Ich habe ja diese Jägerbuchten erstellt. Mhm. Ich habe aber selber, glaube ich, noch gar nicht... jetzt bauen wir gerade das Turnzentrum. Mhm. Damit wir halt, also wir erforschen es, genau. Genau, wir erforschen es. Aber danach würde ich dann wirklich langsam in die Kampfproduktion gehen. Ja, sicher. Also letzten Endes ist immer ein bisschen eine Schwierigkeit bei diesem Spiel. Viele Spiele sehen dann doch einigermaßen ähnlich aus, weil einfach so viele Forschungsfelder so sinnvoll sind. Und letzten Endes bemüht man sich dann doch immer, irgendwie alles zu erforschen. Aber über die Reihenfolge kann man sich dann natürlich streiten. Ja. Ich überlege jetzt gerade, wirklich was tun können wir nicht. Also da oben sind ja die... Daloks und hier sind ja unsere Freunde. Mhm. Das heißt, die Daloks sind sowieso diejenigen, das ist ja eine Außenkolonie von denen. Mhm. Ich könnte jetzt aber doch mal hinfliegen und gucken, was die da genau besetzt haben. Ich war ja schon mal in der... Da warst du schon mal, ja, das siehst du jetzt auch. Ach, das sehe ich jetzt auch. Ja, weil du da schon mal warst, kennst du ja das Sternensystem und du weißt, okay, diesen Planeten, der im Prinzip auch ziemlich nice ist, den haben die jetzt eben besetzt. Ja, also den muss ich mir auf jeden Fall dann holen. Ja, das ist gut, ne? Aber jetzt, führt keinen Weg dran vorbei. Im Moment warte ich ja sowieso, glaube ich, noch auf meinen... auf mein Kolonieschiff, und wenn ich das habe, dann kann ich ja sowieso vielleicht auch dann hier unten, wenn sich das mal irgendwo ergibt, nochmal was ausbauen. Ja. Es müssen ja noch 5 andere Völker hier sein. Ja, deswegen denke ich mal, dass... Wir haben eine gar nicht mal so große Karte dafür, dass es viele Völker sind, aber genau, das ist vielleicht deswegen, ganz im Sinne des Let's Plays. Aber deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wir dann uns hier so eine starke Verteidigungslinie aufbauen. Ja, genau. Okay, jetzt drücke ich aber mal auf Turn. Wir können ja mal kurz, wir haben ja einen Kommentar bekommen, da hat uns ja ein Spieler darauf hingewiesen, dass das, was wir machen, dieses Setting von wegen einfach durchlaufen lassen nach dem Turn, bis was passiert, dass das gefährlich ist. Jetzt habe ich mich aber gefragt, warum? Ich meine, was zum Beispiel gegnerische Bewegungen, wenn ich das jetzt aktiviere, dann erklärt er mir jedes Mal, wenn der Gegner was gemacht hat? Ich meine ja, aber also das ist jetzt, glaube ich, keine Option, die ich jemals angeschaltet hatte. Und wenn sich jetzt ein Schiff auf uns zubewegen würde, dann würde sowieso doch nach jedem Spielzug eben dann gestoppt und gewartet werden. Also insofern kann da nicht so viel passieren eigentlich. Ja. Wenn jetzt die Daloks, die sind eben diese Spionagerasse und die haben auch die Fähigkeit, dass ihre Schiffe unsichtbar sind, bis sie direkt vor deiner Haustür stehen. Oh. Aber da hast du eh keinen Schutz vor. Also insofern brauchen wir uns um diesen Kommentar nicht scheren. Trotzdem vielen Dank. Wir sind glücklich um jeden Like, aber jeden aber Kommentar. Aber dann ich verstehe, aber ich hab das Gefühl, es war ein Veteran. Vielleicht sollten wir noch mal fragen, was daran gefährlich sein könnte. Ich meine, du kannst es ja auch einfach mal probieren, weil, wie gesagt, also das da jetzt mit gegnerischen Bewegungen ist jetzt nichts, was ich jemals groß gemacht hätte. Aber im Moment haben die ja schätzungsweise genauso wenig Schiffe wie wir. Oder, siehst du, jetzt hast du einfach ein paar Mal auf Turn drücken müssen, bis irgendwas passiert. So. Ja, was möchte er denn? Ein Botschafter? Ja, Imperator Fickex. Was? Gegen euer Wissen unsere Technologie. Ach so, er will tauschen. Was gar nicht mal so verkehrt sein kann. Er will die Fabriken, okay. Die automatisierten Fabriken sind natürlich schon eine ziemlich geile Technologie. Aber die haben mich ja, glaube ich, nur 150 Punkte gekostet. Und ich glaube, dass die Weltraumakademie, wobei die kostet, glaube ich, auch 150, aber das ist doch für militärische Taktik, habe ich gerade noch gelesen. Zumal die Weltraumakademie, das ist, glaube ich, der einzige Forschungsgegenstand in dem ganzen Forschungsfeld. Das heißt, du könntest direkt ein Forschungsfeld überspringen und das nächste erforschen. Ja, guck mal, dann nehme ich mir das doch. Wobei, ne, nicht zu schnell. Schwere Panzerung und verstärkter Rumpf schließen sich, glaube ich, gegenseitig aus, weil sie zum Forschungsfeld gehören. Und es sind beides eben Extras, die du in deine Schiffe einbauen kannst. Okay, das heißt also, wenn ich auf so einem Wege eine Extra-Forschung erhalte, dann springt das Feld nicht automatisch weiter. Nein, das heißt, würdest du jetzt schwere Panzerung dann könnte ich den Rumpf erforschen. Ja, ganz genau. Was aber so wahrscheinlich sonst nicht ginge, wenn du dir jetzt absolut sicher bist. Ja. Du bist ja absolut sicher. Du kannst, glaube ich, auch mit Rechtsklick dann nochmal gucken, zu welchem Forschungsfeld das dann überhaupt gehört. Also, ja genau, verstärkter Rumpf. Achso, nee, da steht jetzt nicht, zu welchem Forschungsfeld das gehört, aber ich glaube wirklich, sie sind in derselben Kategorie. Dann nehme ich die schwere Panzerung. Mhm. Kann nicht schaden. Wir kontrollieren das mal direkt. Wenn, dann wäre das oben links bei Konstruktion, glaube ich. Nein.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wo es ist. Nein, es ist in jedem Fall sinnvoll, dass du das da mit denen geforscht hast, getauscht hast. Aber gut, es müsste jetzt ja schon weg sein, ne? Aber das andere ist ja immer noch nicht hier. Nee. Boah, ich weiß aber auch immer nicht, in welchen Feldern jetzt was genau ist. Ich meine, bei Power wird es nicht sein. Soziologie, Force Fields. Na, möglich. Ach komm, mach weiter. Okay. Wir haben in dieser Runde, in diesem Spiel, schon eine Sache erlebt in der ganzen Folge. Dann, aber ich glaube, es ist deswegen auch vielleicht besser, weil man dann auch hier direkt sehen kann, stimmt was nicht mit der Bevölkerung. Ja, aber also in dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel zu wenig Nahrung hättest, würde das Spiel eben auch wieder anhalten. Also ja, okay, na gut. Jetzt haben wir die automatisierte Fabrik gebaut. Haben wir da bei Remastered? Ja, ein Schiffchen, ja. Ja, und da haben wir jetzt die Fabrik gebaut. Das sorgt jetzt wirklich dafür, dass ich jetzt auf jeden Fall mal was hier rübersetzen kann. Die Überproduktion an Nahrung, ich weiß gar nicht, Moment, ob das schon mal... Die Fabrik wird ja erst noch gebaut. Ach so, jetzt, sie, ne, wird gerade gebaut, sorry. Ja. Die habe ich woanders irgendwo... Aber der Kreis daneben, automatisierte Fabrik, der bedeutet ja, dass du da noch das kaufen könntest. Ich könnte sofort kaufen. Du hast, ja, eine Reserve von 771 Millionen Credits. Dann könntest du mal gerade gucken, wie viel das noch kostet. Boah, nee, das ist mir aber ein bisschen zu viel. Ja, aber bei Ursa 1, da wird es jetzt wahrscheinlich sehr viel weniger kosten. 24. Ja, für zwei Spielzüge kann man schon mal machen. Sowas. Ja, komm, dann machen wir das mal. Wie, jetzt haben wir einen Tag dadurch gewonnen nur? Er ist auf 1 gesunken. Ja. Achso, naja, ich dachte... also im nächsten Spielzug ist es fertig. Ah, okay. Ah, ja, jetzt verstehe ich, ja. Sonst wird's sein. Ja. Wie ist das denn, wenn ich jetzt Nahrung überproduziere? Habe ich einen kompletten Nahrungsvorrat irgendwo, oder? Das wird in Geld umgesetzt. Ach so, okay. Ich dachte immer, man kann sich dadurch quasi die Lager voll machen. Nö. Dann ist das ja eigentlich wirklich fast nicht von Vorteil. Ja gut, aber was soll's. Das lasse ich jetzt mal hier stehen. Auf Ursa 2 warten wir immer noch auf die Farm. Und danach können wir erst die Wohnungen bauen. Das lässt sich ja nicht ändern. Aber auch da könntest du meinetwegen die automatisierte Fabrik noch vorziehen oder sowas, ne? Schauen wir mal nach. Nee, da jetzt nur. Müsstest du auf den. Ach so, aber ich würde jetzt aber einfach die Farm gern bauen. Ach so, ja. Weißt okay, du, um das einfach schnell zu machen, damit das Selbstversorger irgendwann werden. Na klar. Für den Kauf der 30. Ja, 60, ja. Okay, wunderbar. Dann turnen wir mal weiter. Genau. Ja, wenn du auf eins der Dinger draufklickst, dann landest du hier direkt. Direkt da unten. Und jetzt bauen wir das Schiff, wunderbar. Und dann kommen Wohnungen, das sieht doch alles erstmal wunderbar aus. Dann returnen wir mal und dann haben wir noch die Farm natürlich jetzt auch fertig. Ja. Und dann klicken wir jetzt mal kurz hier auf die Übersicht. Ja, du siehst jetzt, hast du wieder drei Nahrungen über. Also könntest du auch bei Ursa 1 jetzt zum Beispiel noch einen Landarbeiter abziehen. Genau, und stecken das mal wieder in Forschung. Die explodiert dann nämlich direkt mal wieder. Wir kriegen ja so viel, durch Emo kriegen wir so viel Sonderbonus. Und ja, hier soll geschuftet werden. Das Schiff braucht noch seine Zeit. Ach, Schiffe kann man nicht schneller bauen? Doch. Das ist bloß im Moment noch zu teuer. Oh. Ja, kannst ja mal draufklicken auf den Kreis. Oh, ach, die Scheiße. Okay. Eine Milliarde. Ja, oder so, warten wir sogar noch mehr. Noch ein bisschen. Gut, Ursa 2. Ja, da warten wir jetzt noch, bis das Ding fertig ist. Aber die kriegen jetzt zumindest schon mal automatisch ja Nahrung hier dann zugeschachert, ne? Ja, durch ihre hydroponische Farm und durch, genau, die Frachter, das was ihnen fehlt. Die Farm gibt 2 pro Zug oder sowas? Ja. Okay. Oh, mal wieder Nachrichten. Haben wir wieder ein Attentat begangen? Das Psylons Imperium kann seinen Wissenschaftlern für die Entdeckung der Technologie Massenkatapult und Schutzschild Klasse 1 danken. Ja, ganz hervorragend. Okay, also das mit dem aber es ist nicht so, dass ich ein Schiff finden könnte, sondern das ist jetzt nur so eine Nachrichtenshow-Erklärung. Das ist jetzt so ein random. Okay, Event, ja, aber ja, das ist ja schon mal interessant, dass diese Psylons auf kriegerische Technologie setzen. Nö, das ist ihnen so in die Schöße gefallen. Okay. In die Schöße. Kunak, der Kaltblütige, das gefällt mir natürlich schon mal. Ah, das ist ein Leader. Das scheint sich aber zu lohnen, weil er diese beiden Zweige so mega krass ausbaut. Genau. Jetzt überlege ich aber gerade, ist es vielleicht klug, den Emo, der ist zwar der Forschungstyp, den woanders hinzuhocken, weil wir dann auf Remastered, auf Ursa 1 haben wir ja so viel. Das ist ja quasi so die Basis, da wird ja alles gemacht, da wird gebaut und da wird Nahrung verteilt, dass wir die quasi austauschen. Ja, klar, können wir tun. Aber an den anzustellen ist jetzt auch kein Fehler. 180 können wir sie erlauben. Das ist gar kein Fehler. Gerade diesen Anführer habe ich in anderen Spielen auch schon immer mal drin gehabt. Und okay. So.
Genau. Achso, man kann beide da haben oder wird der jetzt automatisch? Nee, der wird dann automatisch in den Offiziersstab da versetzt. Okay. Und wenn du da oben rechts deine Kolonie wechselst, genau, dann kannst du den dahin abbeordern, was 5 Spielzüge dauern wird. Aber ist ja nicht schlimm. Wunderbar. Zumal wir auf Remastered im Moment eh noch nicht forschen. Ach so, ja, okay. Also ich meine, du kannst auch jederzeit deine Anführer wieder entlassen, ne? Ja. Wenn sie dich eigentlich nur Geld kosten und dir nicht groß was bringen. Ja gut, aber im Moment ist es ja wirklich so irrelevant. Mhm. Übrigens, das kann ich vielleicht gerade noch sagen. Wir erforschen ja gerade Klonzentrum. Das hilft dabei, die Bevölkerungsgröße oder die Entwicklung zu beschleunigen. Was wir auch machen können, ist die Frachter dafür benutzen, meinetwegen von Ursa 1 auf Ursa 2 Siedler zu versetzen. Das heißt, du könntest jetzt direkt dafür sorgen, dass du da dann eben ein bisschen mehr Bevölkerung hättest. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so gut, weil du dann die letzte Bevölkerungseinheit von Ursa 2 da versetzen würdest. Ach so, sorry, ich wollte eigentlich hier reinklicken. Genau. Ja, das, da war wieder Opa-Modus. Also, da könntest du eben vielleicht sogar gerade einen Farmer, ich bin nicht ganz sicher. Einen habe ich gerade schon. Es ist immer sinnvoll, seine Planeten natürlich möglichst schnell, möglichst groß werden zu lassen. Ja. Deswegen. Ach so, wir können hier oben. Also ich würde in jedem Fall einen Siedler auf Ursa 2 abkommandieren. Ja. Ja, Ankunft 0 Spielzüge, weil es im selben System liegt. Ansonsten hätte es eben ein bisschen länger gedauert. Ja, dann setze ich ihn direkt mal hier rüber, ja, um da loszulegen. Und ja, ist doch gut. Aber hier oben, wie gesagt, da stand es gerade schon, wir haben hier schon maximale Bevölkerung. Und nach einem echt spannungsgeladenen Spiel würde ich sagen, können wir auch an dieser Stelle schon wieder Schluss machen. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir mussten uns erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Ja, beim nächsten Mal wird es wieder. Ja, nach einer Woche ist es halt immer so, dass man da echt viel wieder vergessen hat. Übrigens haben wir in der letzten Folge, haben wir ein bisschen über Chemiewaffenangriffe gescherzt. Also nicht gescherzt, aber wir haben es in einem humoristischen Kontext genannt. Die Folge wird erst noch veröffentlicht werden. Verrat doch solche Geheimnisse nicht. Ja, ich möchte kurz dazu sagen. Egal. Ja, schönen Abend noch. Bis dann. Ja, ciao.